Herzlich willkommen hier in der Auferstehungskirche in Bad Salzuflen. Einmal im Monat kommen die Kindergartenkinder in kleinen Gruppen hier zum Gottesdienst zusammen. Jetzt im Augenblick geht das wegen der Abstandsregeln nicht, aber normalerweise sitzen sie dann hier auf den Kniepolstern und schauen mich erwartungsvoll an. Wir singen, wir entdecken den Kirchenraum und wir lernen Geschichten aus der Bibel kennen. Das Vaterunser und den Segen können Sie schon ziemlich gut, denn das lernen Sie mit Bewegungen. Und wenn Sie sich dann wieder auf den Rückweg machen, in die Kindertageseinrichtung, die nicht weit von hier ist, dann stehe ich noch ein Weilchen in der Kirchentür und winke Ihnen zu. Sie sind schon fast auf der anderen Straßenseite, da dreht sich ein kleiner Junge nochmal um, strahlt mich an und sagt: "Und grüß Jesus nochmal schön." Und dann geht er zielstrebig weiter. Amüsiert und gerührt schaue ich der kleinen Gruppe nach. Und dann schicke ich dem Jungen drei Wünsche hinterher. Ich wünsche ihm, dass er eines Tages entdeckt, dass er Jesus auch ganz leicht selbst grüßen kann. Im Gebet lässt Gott sich finden. Das hat er versprochen. Und jeder Gebetsanfang ist ein Gruß, ob er nun geübt oder ganz unbeholfen ist. Ich freue mich auch an dem Familiensinn des Kindes. Es hat gemeint, dass Jesus mindestens zur Familie der Pastorin gehört. Oder ist das eher umgekehrt? Jedenfalls erschien es ihm gut, Familienmitglieder grüßen zu lassen. Und da ist ja was dran. Ich wünsche dem Kind also Menschen an die Seite, die ihm zeigen, wie großartig es ist, selbst zu dieser Familie Gottes zu gehören. Dass es ein Glück ist, weltweit Geschwister zu haben und einen Ort in dieser großen Gemeinschaft. Das erweitert den Horizont, besonders dann, wenn einem das eigene Leben gerade sehr eingeschränkt und reglementiert vorkommt. Dass man miteinander verbunden ist, über große Entfernungen und über Kulturen hinweg. Dass man weiß, wie es dem anderen jetzt gerade geht. Es wirft noch einmal ein anderes Licht auf das, was hier ist. Und drittens hoffe ich für das Kind, dass es entdeckt, dass es vor seinem eigenen Gruß schon längst von Gott begrüßt, ins Leben gerufen und in der Taufe in die große Familie aufgenommen wurde. Ich schaue den Kindern nach. Die Grüße werde ich ausrichten, bestimmt. Und meine drei Wünsche auch.